Herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Ja, diesmal sind meine Eltern auch ganz, ganz schön dran. Also geburtstagsmäßig meine ich. Ja, und bevor es auch losgeht, wisst ihr schon, wünsche ich meinen Eltern, also meinem Vater, alles Gute zum Geburtstag. Wenn sie noch leben würden, werden sie steinalt aussehen. Und meiner Mutter natürlich auch alles Gute zum Geburtstag. Wenn sie noch leben würde, würde sie auch etwas älter sein. Und deswegen mache ich jetzt eine Dose auf. Prost, meine Eltern. Ja, wir haben ja schon vor 3 Wochen einen Podcast gemacht. Jetzt machen wir noch einen. Und ich finde, es sollte noch mehr gesprochen werden. Und ich kann nur davon berichten, ich bin aus den 80ern, habe bei meiner Mutter bis zu meinem 8. Lebensjahr gelebt und bin quasi, anstatt adoptiert zu werden, hat man mich wie ein Waisenkind, der schon mit 8 Jahren keine Eltern gehabt hätte, einfach ins Heim gebracht. Das wünsche ich nicht jedem Kind, dass die Mutter oder der Vater so herzlos ist und dann ihren Sohn oder ihre Tochter einfach ins Heim abschiebt. Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Ja. Und ich wünsche auch gar kein Elternteil, dass ihre Söhne oder ihre Töchter wie Eigenleibige behandeln würde und so. Sorry, dass ich immer mit Reden unterbreche, aber es fällt mir definitiv nicht leicht. Und heute weiß ich, was aus mir geworden ist. Ich bin ein zufriedener Mensch mittlerweile, der auch alles, wirklich alles abschließt. Ich möchte diese Dinge hier nicht großreden oder kleinreden. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass die meisten eine schwierige Kindheit haben oder hatten. Und ich bin ja einer davon. Und ich wünsche wirklich gar keinem, dass hier so umgegangen wird, als ob man schwer erziehbar gewesen ist und so. Und ihr wisst ja alle, wie es ist, wenn jetzt die Mama in meinem Fall sich mit Zigaretten zudröhnt, mit Pulver und mit Alkohol, dann ist es halt für mich eine schwierige Situation und ich kann mit der Situation eigentlich nicht so umgehen. Ich denke mir nur heute dabei, Mensch, wirf doch dein Leben für nichts weg, weil dein Leben brauchst du ja noch. Ich versuche hier nicht den Leuten etwas einzureden mit hören Sie auf zu rauchen oder heben Sie sich das Geld für etwas anderes auf. Insbesondere bei schönen Damen mache ich mir Sorgen,
weil sie sich das Leben einfach wegtrinken oder wegrauchen. Und das ist für mich sehr traurig mit anzusehen. Aber ich weiß, jeder ist auf seine Weise zuständig. Und es fällt mir persönlich wirklich sehr schwer, das mit anzusehen. Bei Rauchen kannst du Krebs kriegen, beim Alkohol kannst du eine Fettleber bekommen oder Zirrhose im Endstadium. Und ja, ich hatte es wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Klar muss man immer Dinge versuchen, aber man soll ja nicht das Leben aufs Spiel setzen. Und das hat eben meine Mutter, wie ich noch minderjährig war, auch gemacht. Sie hat einfach gesagt, unter dem Motto, mehr ist besser, weniger ist schlechter. Aber man muss ehrlich dazu sagen, Mütter sind eigentlich dazu da, um für ihre Kinder da zu sein. Und später, wenn sie mal älter sind, sind halt wir Kinder für unsere Mütter da, wenn sie noch leben. Und ja, vielleicht ist auch meine Ängstlichkeit zu viel übers Ziel hinausgeschossen. Aber ihr müsst auch verstehen, dass ich es traurig finde, wenn sich die eigenen Eltern etwas machen, was ihnen schaden könnte. Ich rede nur von 5 Packungen Zigaretten am Tag oder so viel Alkohol, dass man vielleicht auch mit 3 oder 4 Promille im Krankenhaus liegt oder Medikamentenmissbrauch. Alles schrecklich, alles schrecklich. Das muss ich hier ehrlich dazu sagen. Und ich kann diese Dinge nicht schönreden. Die sind halt passiert, wie ich noch unter 18 war. Und ich will nicht, dass andere auch dieses Schicksal erleben müssen. Definitiv nicht. Ja, jeder wird dann sagen, David, du, die Vergangenheit ist vorbei. Sage ich, ja, das stimmt. Aber man muss auch die Vergangenheit wieder auffrischen, weil immerhin geht es im November um die Geburtstage meiner Eltern, die Mama und Papa. Und die kann man nicht einfach so ruhen lassen. Und ich finde, dass die Eltern es verdient haben, gratuliert zu werden, auch wenn sie nicht mehr leben. Und ich finde, dass ihr, die noch Eltern haben, das Richtige tun, was auch zu machen ist. Eltern haben uns Kinder erschaffen. Vergesst das nun halt nicht. Jeder Mann und jede Frau wurde erschaffen halt. Also da möchte ich nicht näher eingehen, weil es hat man schon in der Schule gelernt, wenn jetzt ein Mann seine Prinzessin liebt und dann noch zu einer Familiengründung kommt, wisst ihr, dann entsteht ihr. Und ja,
Wisst ihr, ich sage immer, das ganze Leben ist pervers, weil sonst würden du und ich nicht auf der Welt sein. Wenn sich Mann und Frau lieben, na, sage ich ja nichts, da ist das Leben halt sowieso romantisch genug. Und ihr kennt mich ja auch alle. Liebe geht bekanntlicherweise durch den Magen. Und wir sollten alle daran denken, aber wirklich alle daran denken, dass wenn es passt, passt es. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht, natürlich. Man kann definitiv nicht von jeder Frau der Typ sein oder umgekehrt das Gleiche. Aber ich habe immer gesagt, irgendwann muss es mich auch erwischen. Aber ja, was soll ich Großartiges sagen? Mich hat's nicht erwischt. Weil ich bin in meiner Jugendzeit draufgekommen, dass Menschen mit roten Haaren so behandelt werden, als ob sie wie ein Salamander giftig wären. Aber heute weiß ich mittlerweile, dass die Menschen Vorurteile haben gegen Menschen mit roten Haaren, aber es ist egal. Ich möchte ja die Menschheit nicht verblödeln oder verärgern. Man sollte generell nur das tun, was im Sinne kommt. Und ihr dürft eins nicht vergessen. Wir sind alle eigentlich da, um uns Rückgrat zu geben. Aber ich habe auch in der Vergangenheit, so vor 20 Jahren erlebt, und das ist jetzt wirklich kein Unsinn, da wollten sich Frauen mit mir treffen. Ich wurde sogar öfters veräppelt. Hat sie gesagt, treffen wir uns dort. Ich war dort, Frau war nicht dort. Also ich kann nur wirklich jede Dame, die noch jung ist, abraten, Herrn zu verarschen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Und ich muss wirklich noch zusätzlich darüber auch hinweg sagen, ich hatte mal wirklich bei einem Tag gehofft, dass ich die Richtige gefunden habe. Und es hat sich herausgestellt, die hat jemanden zum Babysitten gesucht, natürlich ohne Bezahlung natürlich. Und dann hat sie mir die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Ja, habe ich jetzt, war ich zwar nicht begeistert in meinen jungen Jahren, aber was soll's? Also wenn meine Eltern damals gelebt haben hätten, wo ich 18 war, die hätten dann die Frau gefragt, ob sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Und ja, es tut mir auch leid, dass ich hier eher für mich meinen Geschmack suchen muss. Und wie man auch immer sagt, man kann nicht alles haben. Also, wenn ich jetzt unterwegs bin und sag, ja, die hat aber schöne Augenfarbe, muss ich nur sagen, perfekt. Aber ich halte mich da eher zurück. Mich regt eigentlich immer nur die Unfreundlichkeit auf. Es ist nicht notwendig, unfreundlich zu sein. Es ist notwendig, etwas netter zu sein, weil was hat man davon,
wenn man hier auf Unfreundlichkeit tut, obwohl das eigentlich nicht notwendig ist, würde ich mal so hinweg dazu sagen. Und ja, es ist halt auch immer so eine traurige Sache, dass es weibliche Menschen gibt, die einfach mit ihrer Emotion oder Emanzipatie nicht zurechtkommen. Endlich mal das Wort richtig ausgesprochen. Und wisst ihr, ich habe Verständnis, wenn jetzt die meisten einen schlechten Tag haben, aber auf andere Leute es zu publizieren, ist wirklich fehl am Platz. Und im Sommer, also recht früh morgens, ist mir auch schon mal aufgefallen, dass es junge Damen gibt, die meinen, die suchen sich ein paar Kumpels zum Wettsaufen. Ich halte nichts davon. Dann würden Sie bestimmt sagen, aber Sie mit Ihrer Red Bull-Dose sind auch nicht besser. Ja, das mag richtig sein, aber es gibt einen Unterschied. In Alkohol ist Alkohol drin, in Red Bull ist kein Alkohol drin. Also, wisst ihr, ich bin immer schockiert. Sogar vor 3 Wochen habe ich gesehen, eine ganze Paletten Bier, wo ich mir denke, Alter, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich möchte Menschen wirklich nichts Schlechtes, aber es geht mir um den Podcast auch dazu, wenn es schon um meine Mutter geht, die sich auch immer angesoffen hat, geht es mir darum, dass die Menschen nicht nur Alkohol als Grundnahrungsmittel nehmen, sondern sie könnten auch mal Mineralwasser trinken, sie könnten auch mal Cola trinken, sie können auch von mir aus einen Energy-Drink trinken, aber nicht eine ganze Palette Bier. Und ich kann mir das wirklich nicht mit ansehen. Weil das ist ja schon fast wie Sterbehilfe, was die da machen. Immer ein Bier reinzwitschern, bis die Leber nicht mehr kann. Man sollte alles mit Genuss bedenken und nicht alles auf einmal. Und deswegen sage ich auch immer wieder, lieber eine Partnerin, die weder raucht noch sich andrinkt, als eine Partnerin, die nur raucht und viel trinkt, weil auf das kann ich verzichten. Weil Alkohol heißt ja im Spruch, macht Birne hohl. Und ich möchte damit niemanden darüber streiten. Der Alkohol kann Schaden anrichten. Und da muss ich wirklich auch traurigerweise noch dazu sagen, da muss ich auch noch traurigerweise sagen, es bringt sich nichts, wenn man sich hier so ein Besäufnis macht. Weil man kann sie nicht vom Bier glorreich fit halten. Man sieht ja schon in den Serien wie zum Beispiel Dr. G auf Sat.1 Gold, sieht man ja immer, wie sich die Menschen mit Alkohol das Leben so nehmen und das geht einfach nicht. Es kommt mir einer Sterbehilfe ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass dir keine fremde Person hilft, sondern dass man sich selbst damit hilft und das gefällt mir nicht. Und ich möchte noch eines dazu sagen,
weil es mir auch wichtig ist, dass die Menschen leben sollten und nicht sterben sollten. Es ist einfach hier so, dass man das Ganze nicht aufschaukeln sollte, sondern man sollte hier auch bedenken, und das sage ich nicht, um irgendwelche Menschen unglücklich zu machen. Man sollte hier definitiv auch mal begreifen, was andere sich selbst anrichten. Und man müsse auch wirklich daran bedenken, dass der liebe Gott euch nicht gesagt hat, trinkt, solange ihr könnt. Es heißt bei uns, lebe, solange es in Ordnung ist. Und ich finde, man sollte nicht als junge Frau oder junger Mann sich dem Saufgelage zurechtfinden. Und man sollte wirklich auch verstehen können, dass Alkohol eigentlich der Feind Nummer eins ist, gut gefolgt der Zigarette danach oder davor, Nummer zwei. Das sind beide Mittel, die dir das Leben schwerer machen und verkürzen. Und ja, liebe Mutti, das betrifft leider auch dich, auch wenn du mich nicht hörst, weil du jetzt nur noch aus Knochen bestehst. Liebe Mutti, hättest du auf deinen eigenen Sohn gehört, dass Alkohol ungesund ist, genauso wie Zigaretten und Medikamente zugleich, wärst du heute noch alt und am Leben. Und ich möchte dir nichts Böses, liebe Mutti. Aber man muss wirklich bedenken, es muss hier auch mal etwas gemacht werden. Und das ist mir eigentlich auch ziemlich egal was. Aber meine Eltern, oder besser gesagt meine Mutter, hätte das Leben schöner haben können. Klar war das schwierig, dass man mich wie einen Waisenjungen behandelt hat mit 8 Jahren, aber es war ja schon 30 Jahre her, also ich lass mir dann nichts nachsagen, ich hätte irgendetwas falsch gemacht und so weiter. Heutzutage gibt es noch immer, wo die Eltern jetzt noch länger leben, aber die Kinder nach und nach in das Heim gesteckt werden, und das ist einfach unansehbar, würde ich mal sagen. Auch wenn ich jetzt nicht viel darüber sagen kann, aber ich bin entsetzt, dass die meisten Eltern sehr überfordert sind mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter, dass man sie gleich wie Asylunberechtigte wieder abschiebt und so. Und man muss, wie gesagt, nicht alles machen, was mir passiert ist. Und ja, meine Eltern sind ja, wie gesagt, leider schon recht früh gegangen. Und ich wünsche, dass kein anderen Kind, dass die Mutter oder der Vater rechtzeitig geht. Hätte man mich in den 90ern
Adoptiert wäre ich kein Heimkind gewesen, sondern ein ganz normaler Junge, der noch Stiefeltern gehabt hat oder noch hat. Aber ja, wichtig ist einmal, wenn ich eine eigene Familie hätte, dass hier dann die Kinder es besser haben als wie ich, natürlich. Und ich wünsche wirklich gar kein Kind, dass die das Gleiche erleben mussten wie ich. Und ja, somit ist auch wirklich alles gesagt, was zu sagen ist. Und ja, das war's auch wieder mit dem zweiten Teil vom Podcast. Ich wünsche euch wirklich noch eine verdammt gute Zeit, weil es ist in dem Jahr das letzte Podcast, was ich da mache. Wie es 2024 aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich werde mir darüber Gedanken machen. Und ja, wünsche euch trotzdem von mir aus alles Gute. Aber die normalen Videos gibt es ja noch von mir. Podcasts erst wieder nächstes Jahr, 2024. Ich bedanke mich bei euch allen hier und wünsche euch nichtsdestotrotz noch eine angenehme Zeit und ihr wisst ja, vorproduzieren, vorproduzieren. Wir haben heute den 11. November. Das Video wird ausgestrahlt am 25. November. Also in der Videobeschreibung seht ihr es genau, weil ihr glaubt eigentlich dann immer, wenn das Video live geht, dass es heute aufgenommen worden ist, den 25. Aber nein, ich habe es am 11.11. vorproduziert und sage mal Tschüsskowski, danke fürs Zusehen. Lasst mir bitte Daumen nach oben. Kommentare werden sowieso nicht aktiviert, weil ich mir eure langweiligen Kommentare, es sind auch öfters Gute dabei gewesen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich mich wieder ärgere, schaltest du sie ab. Tschüss.